Herzlich willkommen bei einer weiteren Ausgabe Austrian Coin Hunter. Jo. Heute Folge 13er. Wir sind hier auf einem Feld. Eigentlich für die letzten Male, weil alle Belege also angebaut sind. Das einzigste da, was frei ist. Jo, vielleicht, ich habe mir eigentlich vorgenommen, Folge 13 beim Badeteich wieder zu machen, aber ist sie nicht ganz ausgegangen diese Woche. Ja. Ich hätte gesagt, wir sehen uns bei einem guten Signal und wir legen los. Jo, bis gleich. Hier haben wir einen 86, 87er Leitwert. Ich hoffe, es ist nicht zu tief unten. Aber ich muss die Sens wegmachen, bis sie nur Oberflächenfunde gehen. Oh, das ist Eisen. Kein Eisen, ne. Alter, das. Puh. Na, wo ist? Ist hier drin. Anscheinend draußen. Wir schauen mal, weil dieser Boden ist heute wirklich zugefroren. Bis zum geht nicht mehr. Erster Fund des Tages, eine Bleiblombe, nichts Besonderes. Erster Fund, erstes Loch, Bleiblombe. Ja, typisch eigentlich für den Leitwert. 86, 87er, 88er Bleiblombe ja, bei mir. Jo, wir sehen uns gleich wieder. Jo Leute, auf jeden Fall übelst krank, wie gefahren dieses Feld ist. Das hatte ich schon lange nicht mehr. Dass es so arg gefroren ist. Aber ja. Mal schauen, vielleicht. Ja, am Mittwoch nächste Woche, also in 3 Tagen, soll es dann wieder Plusgrade bekommen. Montag, Dienstag, Mittwoch vielleicht. Können wir dann gar nicht, weil das Problem ist, ich habe auf dem Dios die Sense komplett zurückgestellt. Dass ich nicht so auf Tiefe komme, weil ich kann wirklich nur, wie man hier sieht, 10 cm nicht einmal kaum. Und das finde ich halt extrem blöd. Okay, das wird höchstwahrscheinlich alles sein. Aber wir schauen trotzdem mal. Jo, was habe ich gesagt? Alu. Hallo, ne? Ja. Jo, aber so ist das Leben. An manchen Tagen hat man fett Glück, an manchen Tagen Unglück. Es ist ja zu 90% Schrott eigentlich wirklich. Ich gehe jetzt schon eine Stunde, die Sonne geht unter. Aber so ist das Leben. Ja, ich hoffentlich nächste Woche badet euch, weil das ist auch immerhin eine Stunde weg. Da kühlst du noch mehr ab als in Wien. 89er Leitwert. Das muss man auch dazu sagen. Ich schaue einfach, ob es hier. Ei, wir sind jetzt schon weit weg. Ansonsten mache ich das dann am Mittwoch weiter, das Video, wenn es dann wärmer ist. Na, wo ist es? Bis die Erde auflockern. So. Aber wenn man dann die 10 cm weiter unten ist, da sieht man eh, was für ein Eis. Was für ein Eisbrocken ist. Und wenn du wirklich 10 cm weiter unten bist, dann ist es weich. Dann ist es weich. So, was haben wir hier für einen Blödsinn? Ist was Gescheites? Ne, ne? Ne. Ist Alu. Scheißdreck. Heute nur Alu, aber egal. Ich wollte das nur mal gesagt haben. Ansonsten schauen wir wirklich
dass wir es dann in ein paar Tagen weitermachen, weil es geht noch so ein bisschen Wind und der ist saukalt. Jo, ich hätte gesagt, ich mache jetzt noch ein bisschen weiter. Schau, weil da weiter vorne kommen dann viele Porzellanstücke und so und Keramik und so. Und dann werde ich das Video fortsetzen. Außer ich finde jetzt noch ein paar Sachen. Dann natürlich nicht. Aber das Problem ist, die Zeit. Es wird bald dunkel, ich habe eh eine Taschenlampe. Auf jeden Fall, ich will jetzt nichts mehr aufhalten. Wir machen weiter, hab genug geredet, bis gleich. So. 87er Leitwert. Oh, ist es das schon? Ja, Oberfläche, oder? Schauen wir mal. Gucken wir mal mit dem Pinpointer. Aber. Jo. Jo, es ist es. Was ist denn das? Oh, jetzt haben wir jetzt was Gescheites. Es ist zwar nur ein Knopf, aber da steht was Geiles rum, oder? Ist da ein Wappen rum? Ja, da ist ein Wappen rum. Weil, wie gesagt, neben uns links ist eine Eisenbahn gerannt da ins andere Dorf rüber, von dem Dorf ins andere Dorf, obwohl ich in Wien lebe. Aber das Lustigste ist, die ist wirklich nur 30 Jahre auf der Karte eingezeichnet gewesen. Im nächsten, nach 30 Jahren war die dann nicht mehr einzeichnet, ja. Jo. Ich schau weiter, bis gleich. Wir sehen uns gleich wieder. Das liegt an der Oberfläche, das ist was aus Ton. Ja, Ton. Ich schätze irgendwas. Jetzt blöd geschätzt von einem Efeu, Crew, keine Ahnung. Auf jeden Fall, das liegt an der Oberfläche. Da. Es war jetzt nichts Besonderes hier. Ich glaube, weiter drüben bei mir waren aber Römer. Aber ich will jetzt nicht zu viel verraten. Jo. Aber ich finde es geil, die Sonne scheint heute. Macht das Bild gleich wieder schöner mit der 9er GoPro. Auf jeden Fall, ich nehme das mit. Und wir sehen uns gleich wieder, hoffentlich. So, die Sonne ist auf jeden Fall mal weg. Wir haben hier ein 2, oh, ist auch so gefahren, 72er Leitwertlinie, nicht so gerade, könnte aber ein Kreuzer sein, aber ich sag nichts. Wir schauen einfach aufs Endergebnis. Wenn es nicht zu tief im Boden liegt, sonst komme ich ja nicht dran, so müssen wir wieder reinhauen, die Schaufel. So. Ach, das ist ja heute wie in so einem Bergwerk. Salzbergwerk. So, draußen ist. Ha, was sage ich? Irgendwas Dünnes. Ist eine Münze oder. Ui. Oh. Ich glaube, ich habe jetzt die Lunge in meiner Hand. Oh, Junge, hier ist Sommer. Es ist eine ganz feine eine Münze. Oh, jetzt ist, oh, ich hoffe, ich habe da jetzt nicht ein bisschen verbogen. Aber ich tue die nicht gerade biegen. Größter Fehler, was man machen kann. Die ist saudünn wie Alu. Könnte Silber sein. Junge, das Highlight heute. Boah, ich will jetzt nicht sagen, dass es Silber ist, aber das ist saudünn. Das ist saudünn. Ihr seht oben rechts ein Bild dann, wenn ich es herausfinde, was ich eigentlich schon sehe, weil so vom ersten Blick her war der Zustand schon ganz gut. Boah. Ich glaube, ich bin schon 2 Kilometer weg von meinem Rucksack. XP-Rucksack, das Beste. Besser als der Koffer, Komfort. Ganz gut. Ja, wir suchen jetzt ein bisschen, die Sonne ist schon weg. Wir werden jetzt noch ein paar Funde machen. Hoffentlich gute. Und wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. So.
starkes 85, 86er Signal. Knackst auch nicht viel. Ja, aber diese Erde heute. Ich wisch. Ich schau mit dem Pinpointer mal, ob irgendwas schlägt dich schon an. Ich hoffe nicht auf den Dios. Nee. Okay, wir haben's. Oh, was ist denn das Cooles? Ein Schild. Oh, Problem mit der Schaufel anscheinend drauf gekommen. Jo. Hab keine Ahnung, was es ist, aber ich. Irgendwas zum Drehen wieder. Jo, wenn ihr es wisst, schreibt es ruhig in die Kommentare oder bei Instagram. Wäre sehr hilfreich von euch. Auf jeden Fall, einen machen wir jetzt noch. Dann glaube ich, habe ich hier genug Material zusammen. Und dann gehen wir nach Hause feiern. So, bis gleich. So, liebe Leute, das war's mit dem Video. Am Ende ist jetzt leider nichts mehr gekommen. Ich schaue noch, ja, erstmal Sonnenuntergang, wie jetzt vor zwei, drei Folgen. Mond, falls ihr ihn sehen könnt, kann ich, glaube ich. Ne, vergiss es. Ja, das war's mit der Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da und ein Abo, würde mich freuen. Ja, ansonsten hätte ich gesagt, wir haben ein paar Funde gemacht. Nicht so viel, ich glaube vier waren es. Ich habe viel geredet in dem Video. Ja, ich hätte gesagt, wir sehen uns das nächste Mal am Badeteich oder wieder an dem Feld mit dem Austrian Valley Center. Ja, mal schauen, was sich ergibt. Und ja, ansonsten, wir sehen uns dann. Jetzt kann ich mal wieder einen Kilometer vorrennen zum Roller, aber wurscht, mache ich eh gern. Ansonsten, wir sehen uns bis nächste Woche oder in zwei Wochen. Ciao. Thank you.